Wenn man ein Grab gekommen ist, dann nimmt man erstmal, was macht man? Es gibt zwei Arten von Gräbern. Ein Loch, Erdloch und ein Nische in der Seite des Grabes, in der rechten Seite des Grabes macht man eine Nische. Nische. Das bedeutet, du machst Grab, das ist jetzt die Wand des Grabes. Dann macht man unten so eine Art, da geht man nach unten und grabt man, da macht man so wie ein kleiner Raum drin. Seite, an der Grabseite. Nische macht man. Und dann, barakallahu fikum, bei Verstorbenen, man trägt den Verstorbenen so, ein paar Leute tragen ihn. Natürlich, in den muslimischen Ländern begrabt man ohne Sarg. Aber hier in 5 Bundesländern darf man ohne Sarg, aber in anderen musst du mit Sarg. Aber da sollte man einen Sarg nehmen als Notwendigkeit und Zwang, aber da sollte man nicht teuer nehmen, da sollte man nicht mit diesen goldenen Sachen und so weit machen. Nur roh, nicht gefärbt, gar nicht. Weil du im Grab etwas nicht tun darfst, was von Feuer berührt worden ist. Keine Schuhe mit und kein Anzug und kein Krawatte. Weil manche die tun, wallah. Einer hat mir gesagt, ich muss bei meinem Bruder in seinem Sarg, ich muss bei ihm etwas tun, als das, der hat mir so etwas gegeben. Der hat gesagt, das war, der hat das gemocht. Und einer hat im Testament geschrieben, wenn ich sterbe, dann tut mir mit meinem Sarg oder in meinem Grab rote Schuhe und rote Socken. Weil der Mann, der gute Mann, Kommunist ist. Aber welcher Muslim wird so ein begraben? Möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall, wir haben getragen, wir kommen an Grab, wir kommen, wir tragen von hier, passt auf, wir tragen so. Nein, ja, ein bisschen rüber, nach hinten jetzt. Passt auf, passt auf. Das ist jetzt die Richtung Qibla. Dann tragen wir und wir tun das hier vom Kopf in Grab schieben, nach unten. Wer geht in Grab nach unten? Jetzt, wir sind jetzt, sag mal, im Grab, ja? Ich bin jetzt im Grab. Gut? Und die Leute, die geben mir das. Ich nehme ihn und noch ein Bruder zum Beispiel hier, der nimmt ihn und wir tun ihn in Nische. Wenn wir ihn in Nische tun, dann tun wir sind jetzt in der Nische, ja? Unten. Jetzt im Grab. Dann erstmal machen wir diese Sachen weg. Machen wir auf. Ha? So, machen wir auf. Und wir stellen ihn, mach dich auf deine, ja genau. Und wir stellen ihn so in Richtung Qibla. Okay, so. Das wird auf seiner Seite in Richtung Qibla. Und dann hier können wir zum Beispiel Steine tun. Aus natürlich nicht Zement und sowas, sondern normal etwas hier tun, machen wir zu diese Nische. Beim Tun im Grab sagen wir Bismillah wa ala millati Rasulillah. Was sagen wir alle zusammen? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ich sage vor und sagt hinter mir Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nicht, dass das stürzt auf uns. Ja, da sind wir im Grab. Sowieso, wir sind im Grab hier in diesem Land. Auf jeden Fall. Barakallahu fikum. Wenn du das sagst, dann tust du den Verstorbenen auf der Seite so. Dann machen wir zu. Bismillah. Wa ala millati oder wa ala sunnati Rasulillah. Im Namen Allah und nach der Sunna, nach der Religion von Mohammed, dem Gesandten Gottes oder Gesandten Allahs. Wenn wir das gemacht haben, pass auf, und wir haben ihn getan. Jetzt kommen wir zu Frauen. Erstmal, bevor wir zu Frauen kommen, wer tut dem Verstorbenen im Grab seine Familie? Das bedeutet sein Vater, sein Bruder, sein Onkel und sowas. Wenn er nicht hat oder die haben Angst, dann sollte jemanden, der Ahnung hat, das tun. Grab an sich selbst,
sollte tief gemacht werden. Und man kann mehrere Personen in einem Grab begraben. Kein Problem. Kein Problem. Und barakallahu fikum, wenn die Leute sozusagen, wenn ein paar Leute sind, dann nimmt man als Erster derjenige, der mehr Koran kann, der mehr Wissen kann, der hat, als Ehrung für ihn, Würdigung. Tut man die? Bei einer Frau jetzt, wer nimmt die Frau ins Grab? Nicht schnell Fatwa geben. Derjenige, der eine Frau in Grab tut, ist derjenige, der mit seiner Frau in dieser Nacht kein Geschlechtsverkehr gehabt hat. Kein Geschlechtsverkehr mit der Frau gehabt hat. Weil wenn ein Mann zum Beispiel mit seiner Ehefrau Geschlechtsverkehr gehabt hat und sie stirbt zum Beispiel am Tag, dann darf er sie nicht in Grab tun. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. als Ruqayya starb, der sagte s.a.w., wer hat von euch heute mit seiner Frau kein Geschlechtsverkehr gehabt? Dann sagte ein Sahabi, ich, der hat ihm gesagt, geh in den Grab. Und das ist der Beweis, dass auch Männer die Frau tragen können und sie in den Grab bringen können. Okay? Wenn man die Frau getan hat, das gleiche, Bismillah ala millati Rasulullah, dann nimmt man, wir gehen hoch, und dann nimmt man drei Handmengen Boden. Bismillah, Bismillah, Bismillah oder Bismillah. Jeder, der dort ist. Und dann macht man zu. So ist er jetzt unter dem Boden. Kann man ihn auch so im Grab legen? Kann man. Braucht man Nische? Nische ist besser. Aber Loch auch? Kein Problem. Wir sind gezwungen, Sarg hier zu benutzen. Dann kein Problem, inshallah, weil wir gezwungen sind. Besser ist, hier bestattet zu werden unter Muslimin, zwischen Muslimin, weil laut der Sunna die Muslime werden allein begraben und die Kuffar allein. Gibt es dafür Beweis? Ja. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Hadith ibn al-Khasasiyya hieß er, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam an Friedhof von Muslimin vorbei und er hat gesagt, die Muslime, Assalamu alaikum und so. Und dann kam er weiter, der kam an Gräber von Mushrikin, die waren getrennt voneinander. Deshalb müssen wir getrennt sein, barakallahu fikum, auf dem Friedhof. Sie haben ihr Friedhof, wir haben unser Friedhof. Aber wenn die Muslime im Komplex des Friedhofes sind und, pass auf, das getrennt wird durch einen Weg oder durch lange, durch breite Baumpflanzung, das ist kein Problem. Oder durch eine Wand. Es ist kein Problem, inshallah. Wenn man dann bestattet hat, begraben hat und hat man Grab zugemacht, was macht man hier? Da kann man entweder im Stehen bleiben oder da kann man sitzen. Der Imam sitzt und die Leute sitzen um ihn und der macht ihnen eine Rede. Eine Ermahnungsrede. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه احب الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة ترفع راية السنة ترفع